Hallo ihr Lieben, mein Name ist Steffi. Ich begrüße euch ganz herzlich bei Stempelbienchen. Und heute habe ich für euch eine kleine Verpackung. Zum Beispiel für Raffaellos. Und so sieht diese aus. Ich habe die ganz schnell und einfach gemacht. Die kann man zum Beispiel wunderbar für die Gäste hinstellen, wenn sie zum Beispiel zum Kaffee trinken kommen. Hier ist die Teekanne aus dem Framelitz. Mal gucken, wie sie heißen. Teestunde. Ich zeige die euch gleich mal. Und von hinten und vorne sieht man Raffaello. Man kann auch sehr gut, finde ich, vielleicht besser passt. Ein Rocher oder noch besser ein Ferrero Küsschen. Das nicht ganz so breit hatte ich nicht da, aber es hier funktioniert auch ganz gut. Was ihr dazu benötigt, ist einmal die Framelitz Teestunde. Und zwar diese Teekanne. Ich zeige die euch mal gerade schnell im Frühjahr-Sommer-Katalog. Wo habe ich sie denn? Ah, hier. Die sind da. Das passende Ergänzungsset oder Stempelset dazu ist dieses. Gibt es zwar auch wieder 15% günstiger. Und ja, heute brauchen wir aber nur die Framelitz. Und das Papier, das Designerpapier ist aus dem kleinen Designerblock noch ein Testchen. Da seht ihr die verschiedenen Mustern. Sind immer beidseitig bedruckt. Eins ein bisschen mehr auffällig, die andere Seite ein bisschen mehr dezent. Ja. Dieses könnt ihr natürlich wunderbar verwenden jetzt für diese Teekanne. Und ich habe mir hier dieses hier genommen. So. Ja, was brauchen wir denn noch? Und noch ein Stück Farbgetan in Bermuda Blau. Und was ich jetzt vergessen habe, ein Raffaello zu holen. Ein Moment, ich bin sofort wieder da. Da bin ich. So, jetzt stanzt ihr als erstes aus dem Designerpapier und aus dem Bermuda-blauen Farbkarton eure Teile aus. Das habe ich schon gemacht. Jetzt einmal die Kanne und hier ist das Deckelchen. Ihr müsst darauf achten, wenn ihr ausstanzt. Ich habe hier noch den Rest liegen. Zum einen, die erste Seite stanzt ihr von vorne, aber darauf achten, ich zeige euch mal ganz kurz, dass die Kannen auch richtig rum sind, sonst sieht das ja ein bisschen komisch aus. Also die erste stanzt ihr so rum raus, also dass die Teekannen nach unten, also richtig stehen. Und die zweite Seite von dem Designerpapier müsst ihr so rum von der Rückseite, also von der Rückseite auch darauf achten, dass die Teekannen richtig rumstehen und dann werden die hier, wird das so rum. Sonst passen die Enden nicht aufeinander. So, haben wir jetzt. Habe ich denn jetzt mein. Ah, hier. Weil sonst könnte nämlich euch passieren, wenn ihr nämlich beide Seiten auf der gleichen Seite dann
passt das nicht zueinander. Gut, dann fangen wir jetzt einfach mal an. Ich habe das schon mal alles ausgestanzt, was wir brauchen. Ihr müsst mir ja nicht jedes Mal beim Kurbeln zuschauen, wird euch ja sonst auch langweilig. Stellen wir das auf Seite. Jetzt nehmen wir uns einen Streifen von 5,5 cm breit und 5 cm lang. Dann falzen wir das auf jeder Seite, also auf der längeren Seite bei 1 cm rechts und links. Das sind nämlich nachher unsere Klebelaschen. So. Dann wieder auf Seite stellen. Falzen das nach. So, jetzt könnt ihr natürlich den Deckel so draufkleben. Aber ich finde, das hat nicht genug Halt, weil es ist zu schwierig drauf zu kleben. Deswegen habe ich jetzt noch ein Stück Restekarton in Bermuda Blau genommen. Dann holt euch eure Papierschere. Schneidet euch einfach so ein breiteres Stück ab. Ja, dann so in etwa, dass es so lang ist wie oben die Kante. Und schrägt einmal hier die Seiten einfach so ein bisschen ab, weil der Deckel geht hier auch schräg zu, sonst habt ihr die Überstände nachher da stehen. Jetzt nehmen wir uns zwei Stück davon, braucht ihr ja. So. Etwa gleich lang. Hier wieder die Ecken abschrägen. Können wir das jetzt alles auf Seite legen. Wenn ihr eure Teile vorbereitet habt, nehmt ihr euch, die müssen jetzt nicht gleich aussehen, weil die sieht man nachher sowieso nicht. Da schaut nachher auch keiner nach. Holen wir uns unser doppelseitiges Klebeband. Machen uns das fest. Also ich habe das eben auch schon mit dem Tombow probiert. Oder Snail, das hält leider nicht und deswegen hole ich jetzt hier unser doppelseitiges Klebeband, weil die Verpackung bei der Größe, also bei der Größe von Raphael ist doch ein bisschen auf Spannung steht, hält das hier doch wesentlich besser. So. So, jetzt können wir uns das Papier abmachen. Kleben uns das von hinten an. Das hätte jetzt natürlich auch breiter sein können, aber egal. Dann nehmen wir unser Testchen. Oder ach, unser Testchen. Unser Deckelchen und kleben dazu fest und drücken an. So. Wäre unser erstes Kännchen fertig. Dasselbe machen wir jetzt mit dem zweiten. Und da habe ich aber einen kleinen Tipp für euch. Für das damit es gleich auf der gleichen Stelle sitzt, weil man sieht das sonst, wenn man das nicht ordentlich klebt.
Einmal noch hier die Hälfte drauf. Okay. So. Nehmen wir unser Deckelchen wieder. Legen die zwei so aneinander. Schauen, dass es ziemlich gleich aussieht. Weil sonst sieht man nachher alles, wenn man die zusammensetzt. Also ich halte die zusammen und klebe die dann so zusammen. Wenn ihr jetzt, wie jetzt in dem Falle hier, so einen kleinen Überstand habt, von der Ecke ist das nicht schlimm. Nehmt euch einfach die Schere und schneidet das ab so. Und dann sieht man schon nichts mehr. Aber ihr habt die Garantie, dass es nachher wenigstens hält. Weil ich habe nämlich hier gebastelt und dann hat das nicht gehalten, ist immer auseinandergegangen oder abgegangen und das ist ja alles Mist. Jetzt, wo haben wir unser Stück hier? Jetzt kleben wir an unseren Laschen hier, nee, Quatsch, an den Unterkanten von der Kanne an der Innenseite unser doppelseitiges Klebeband. Könnt natürlich auch hier machen. Aber der, wenn ihr seht nachher, dass das Teil länger ist wie die Kanne. Und dann habt ihr nachher hier den Kleber noch. Oh, wie soll ich das am besten machen? So. Dann seht ihr nachher, dass ihr hier noch die Überstände dran habt. Und dann ist da auch der Kleber. Das wollen wir ja nicht. Jetzt machen wir einfach hier unten. Ein Streifen, doppelseitiges Klebeband hin. Zack, einmal. Zweimal. Und hier noch einmal. Und ich mache hier noch einen Streifen oder zwei Streifen doppelseitiges Klebeband hin, weil das hält sonst alles nicht, weil ein bisschen auf Spannung steht. Und hier innen in der Mitte mache ich jetzt noch einen Streifen, wenn ich das habe. Habe ich jetzt den schnell vergessen. Schade. Ach Gott. Ja, ich habe den nicht dabei, das ist nicht schlimm. Mache ich jetzt einfach ein bisschen hier Tombow hin. Normalerweise holt ihr am besten Snail. Geht auch keine Flüssigkeit durch. So, macht den einmal fest hier. Moment trocknen lassen. Und dann könnt ihr schon das erste Band abziehen und setzt die schön mittig. So. Schön mittig hier hin. Dran drücken. Jetzt mit der anderen Seite genau dasselbe. Schauen, dass ihr ziemlich in der Mitte gleich seid. So. Dass dann alles ziemlich genau stimmt. Dann könnt ihr die hier oben zusammendrücken. Ja. Jetzt zieht ihr hier innen die Folie auch ab. Dann könnt ihr die nämlich hier oben, schaut ihr, dass sie schön zusammen sind. Dass das schön gleichmäßig aussieht. Oh, Entschuldigung, bin ich aus dem Bild. Hier schön schauen, dass es gleichmäßig aussieht und dann zusammendrücken. So, und so ist eure Verpackung schon geschlossen.
Die ist ganz schnell und einfach gemacht. Ja. So kann der Trafoello jetzt auch nicht mehr rausfallen. Jetzt kleben wir auch hier vorne den Rüssel von der Kanne zusammen. Dafür habe ich einfach ein bisschen Tombow verwendet. Hoppala. Ja, da fällt noch mehr hin. Einfach einen Tropfen Tombow vorne auf die Spitze getan. Weil da ist ja jetzt keine Spannung drauf. Da kann man jetzt auch einfach Tombow benutzen. Hier jetzt auch schön zusammendrücken. Das ist ein bisschen mehr knifflig, aber auch alles machbar. So. So, schön zusammendrücken, Moment festhalten und schon fertig habt ihr eure Verpackung. Ich sage ja, die ist ganz schnell und einfach fertig zu bringen. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch gerne melden. So sieht sie nun aus. Von oben so, der anderen Seite. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich blende euch nochmal unten die E-Mail-Adresse ein. Und heute ist nochmal Sammelbestellung. Ihr habt noch Zeit bis 20 Uhr eure Bestellung einzugeben. Und ansonsten wünsche ich, stopp, bevor ich vergessen habe. Ja, Steffi war es wieder zu schnell. Ich habe hier bei dieser Verpackung, fand ich hier den Ecken, der hat mich immer gestört. Das sah da nicht aus, so wirklich wie eine Kanne. Dann habe ich mir hier unten die Ecken einfach rausgeschnitten, einfach hier rein. Und hier an der Kanne mit dem Designerpapier vorbeigeschnitten. Hier dann auch. So. Ich finde immer, so kleine Verpackungen machen auch viel her, wenn man die nur, ups, ich habe euch auch zu weit reingeholt, und nicht noch weiter. So, einfach hier eine Seite vorbeischneiden. Aufpassen, dass ihr nicht in die Verpackung, also in den Raffaello reinschneidet. Zack. Hier dann genau dasselbe. Und schon fertig habt ihr die Verpackung. So, ich habe euch eben die E-Mail-Adresse eingeblendet, falls noch Fragen sind oder ihr möchtet Sachen bei mir bestellen. Ansonsten wünsche ich euch noch schöne Fastnachtstage, feiert schön und dann sage ich mal bis nächste Woche. Tschüss!